Ja, und damit heiße ich euch herzlichst willkommen zu einer weiteren Ankündigung meinerseits. Banished, man kennt es ja, das Spiel der Ankündigungen schlechthin ist das. Wir mussten leider neu anfangen, weil ich so schlau war und das alte Obereich nicht gespeichert habe. Ich meine, da waren wir ja auch schon ordentlich weit. Und natürlich einmal wie immer, es pisst aus allen Rohren, könnte das Echtzeitwetter sein, so wie es aussieht. Aber es hat sich echt viel getan und es schaut einfach echt geil aus. Trotz, dass ich jetzt gerade nur im 2K-Monitor spiele, schaut es geil aus. So, nichtsdestotrotz bin ich wegen einem anderen Grund eigentlich hier. Mal ganz kurz, ich muss hier ein bisschen leiser für mich schalten. Mir dröhnt es hier die Augen, also die Ohren weg. Ich schalte mal hier so runter, so. Okay, es wird bei mir auf den Ohren nicht besser. Ich hoffe, es ist für euch erträglicher. So, nichtsdestotrotz bin ich jetzt hier, weil ich eine kleine Ankündigung zu machen habe, die ich auch machen möchte und werde. Nämlich, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, spiele ich jetzt ja wieder. Also Let's Play ich jetzt ja wieder, beziehungsweise ist es jetzt nicht direkt Let's Playen. Ich lasse jetzt einfach mal hier so. Es ist nicht direkt Let's Playen, es ist vielmehr, ich streame. Also ich bin sehr aktiv bei den Streams und so weiter und so fort. Ich muss mich entschuldigen, ich habe da rechts noch was Wichtiges am Laufen. Auf jeden Fall mache ich es derzeit so, ich lade die Streams runter, die ich eben gestreamt habe, schneide die in circa 20 Minuten Parts. Grundsätzlich schneide ich Just Chatting und die Pausen raus. Sollte ich da mal drauf vergessen, könnt ihr mich ja liebend gerne auf die innerhalb der Kommentare darauf hinweisen, dass ich es vergessen habe. Dann denke ich vielleicht auch öfter daran. Auf jeden Fall soll das einfach sein, weil ein Stream bei mir, der kann schon mal bis zu 10 Stunden dauern, weil ich gerade so lustig bin, weil es mir gerade Spaß macht. Und von dem her möchte ich da eben ein bisschen Entschleunigung wirken, indem ich eben einmal am Tag nur eine 20-Minuten-Folge rausklopfe von dem Stream. Bis dato hat es einigermaßen gut funktioniert. Einen Tag hat man mal Ausfall, weil ich mit dem Schneiden nicht nachkomme. Man darf ja nicht vergessen, ich arbeite nebenbei noch 40 Stunden die Woche. Also ja, Faktum ist und bleibt, ich will es nochmal probieren auf YouTube. Jetzt nicht konkret direkt auf YouTube, weil zum Let's Playen würde mir die Zeit fehlen. Also ich sag mal, da könnte man mich gleich mit einem Burnout einliefern. Entschuldige, ich trinke jetzt auch mal ganz kurz Käffchen. Prösterli, mein Lieben. So, kurz fürs Protokoll. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme schreiben wir Zeit, Erdenzeit, 13.05.2021 um 5.21 Uhr. Ja, ich habe ein Talent für sehr, sehr unchristliche Zeiten irgendwie, was das Aufnehmen und Streamen angeht. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich bin zurück in hoffentlich besserer Qualität, wenn ich mir das so anschaue hier auf meinem linken Monitor. Ich hoffe auch, dass die Qualität, die ich von Twitch runterziehe, einigermaßen akzeptabel ist. Ich habe jetzt nicht alle durchgeschaut, ich war jetzt nur beim Bar drinnen und die ich mir angeschaut habe, ich schalte mal kurz ein bisschen Mucke ein, so. Die ich mir angeschaut habe, die sind, wie ich finde, nicht ganz so schlecht geworden. Sie sind auch qualitativ akzeptabel, den Grund, dass wir hier nur auf 720p rausklopfen, den haben wir daher, weil es gibt leider sehr viele Leute, gerade in der jetzigen Zeit, denen eine sehr gute Internetverbindung nicht vergönnt ist, vor allem in der Großstadt. Ich meine, man weiß ja, ich wohne in der Steiermark, ich habe auch Freunde, die jetzt in Graz zum Beispiel wohnen, und da hat mein Freund zum Beispiel mal gesagt, ey, 1080p kann er sich nicht anschauen, seine Internetleitung kackt ab. Und von dem her leider die Videos nur auf 720p, also in Anführungsstrichen nur 720p.
Auf jeden Fall, es hat sich sehr viel getan. Ich hoffe, man merkt den Qualitätsunterschied. Und ja, ich will dieses Video jetzt auch gar nicht allzu lang machen. Ich sehe, wir sind schon bei 5 Minuten. Eigentlich wollte ich es maximal 5 Minuten machen. Auf jeden Fall, ich freue mich über jeden, der noch dabei ist, über jedes neue Abonnement. Ich hoffe, ihr schaut auch mal bei mir im Stream vorbei auf dem Twitch-Kanal. Da würde ich mich gigantisch drüber freuen, weil Twitch ist halt so derzeit mein Hauptsteckenpferd und es macht mir so wahnsinnig viel Laune. Da muss ich mich allerdings auch ein bisschen zurücknehmen. Ich versuche jetzt jeden zweiten Tag nur noch zu streamen, weil es gab eine Zeit, da habe ich halt wirklich jeden Tag gestreamt und ja, ich habe eine Freundin nebenbei, arbeite Vollzeit. Da bleibt mir sonst nicht mehr viel Zeit für mich übrig. Und insofern, ja, was bleibt mir zum Abschluss noch zu sagen? Schaut auf unseren Discord-Server vorbei. Wir sind mittlerweile ein Dreier-Team geworden, auch mit Mods, Pipapo. Ich habe eine eigene Grafikerin, die eben meine Freundin ist und so weiter und so fort. Es hat sich sehr viel getan. Lasst gerne euer Feedback in den Kommentaren da. Darüber würde ich mich auch gigantisch freuen. Oder kommt direkt auf den Discord-Server. Da haben wir einen eigenen Raum nur für eure Kritik, nur für eure Verbesserungsvorschläge. Dort könnt ihr alles reinhauen. Könnt ihr gerne sagen, wie ihr auch das Ganze jetzt hier findet, wie ihr es findet, dass ich jetzt wieder Videos auf YouTube rauflade, was ich verbessern kann, was ihr bereits als gut empfindet und so weiter und so fort. Wenn der Andrang bestehen sollte für Let's Plays, muss ich euch leider derzeit enttäuschen. Das ist mir noch nicht möglich, dass ich explizit rein nur Let's Play aufnehme. Erstens macht mir das Streaming viel zu sehr Spaß, als dass ich da den Chat ignorieren wollen würde. Und zweitens liegt es auch daran, es fehlt einfach die Zeit. Es ist einfach nicht möglich. Weil beim Streamen übersehe ich sehr gerne sehr schnell die Zeit, muss ich auch dazu sagen. Wie auch jetzt schon wieder bei der Aufnahme, weil wir schon wieder bei 7 Minuten sind. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei euch hier fürs Zuschauen bei dieser Ankündigung. Ich hoffe, ihr habt Spaß und Freude auf meinem Kanal. Ich hoffe, ich kann euch gut unterhalten. Und ich hoffe, ich sehe euch mal bei mir im Twitch-Kanal, im Chat und darf euch dort herzlichst willkommen heißen und begrüßen. Lasst gerne euer Feedback da. Gebt euren Senf dazu. Nur gemeinsam sind wir stark. Gemeinsam können wir was lernen. Und damit möchte ich mich verabschieden. Ich wünsche euch allen einen wundervollen guten Tag, einen wundervollen guten Morgen, eine wunderschöne gute Nacht, einen wunderschönen guten Abend, wann auch immer ihr dieses herrliche Video nun seht. Ich bin zurück. Dank euch, dank Twitch, dank der wundervollen Community, die sich mittlerweile aufgebaut hat. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich allen dankbar bin, die mich auf Twitch bereits so hart und stark unterstützt haben. Und damit sage ich nun Ciao und bis die Tage.